Hallo und herzlich willkommen bei LTV Aktuell am Freitag. Das Parken im Cottbuser Blechen-Karree soll moderner werden. Ein neuer Eigentümer hat das Einkaufscenter übernommen. Damit wechselt auch der Betreiber des Parkhauses. Der Parkraumbewirtschafter Q-Park plant Online-Parkplatzreservierungen, eine automatische Kennzeichenerkennung und Ladestationen für Elektroautos. Das Parkhaus fasst über 460 Parkplätze. Es gibt Neuigkeiten zur afrikanischen Schweinepest in Brandenburg. Mehr dazu und zu zwei weiteren Themen jetzt in den Kurznachrichten. Afrikanische Schweinepest in Spreneiße. Im Land Brandenburg wurde zum ersten Mal die afrikanische Schweinepest in Hausschweinbeständen festgestellt. Vorher waren davon nur Wildschweine betroffen. Die betroffenen Hausschweine stammen aus einem Biobetrieb im Landkreis Spreneiße. Auf Anordnung des Veterinäramtes müssen die 200 Tiere des Bestandes getötet werden. Für den Menschen und andere Tierarten ist die ASP nicht ansteckend oder gefährlich. Für mehr Sicherheit. Die Stadt Cottbus bietet am Montag, den 2. August, wieder Fahrradkodierungen an. Gemeinsam mit der Verkehrswacht können Interessierte in der Zeit von 9 bis 18 Uhr ihre Fahrräder kostenlos kodieren lassen. Die Aktion findet wie üblich am Sicherheitszentrum in der Berliner Straße 154, direkt neben der Spreegalerie statt. Alle Fahrradbesitzer benötigen einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad sowie den Personalausweis. Filme unter freiem Himmel. Die Cottbusser Filmnächte im Spreeauenpark laufen noch knapp eine Woche. Wer also bis jetzt noch nicht die Gelegenheit hatte, das Filmfest zu besuchen, der sollte sich ranhalten. Das Filmprogramm des Open-Air-Kinos ist breit gefächert. Im Rosengarten laufen Blockbuster, Arthouse-Filme, aber auch das Familienkino kommt nicht zu kurz. Alle Infos und Programmhinweise findet ihr unter cottbus.filmnächte.de. Letztens haben wir darüber berichtet, dass die Stadt Cottbus Probleme mit den Baumbeständen hat. Dazu jetzt mal eine positive Nachricht. Der älteste Maulbeerbaum der Stadt steht noch. Und zwar auf dem Gelände der Lausitzer Wassergesellschaft in der Berliner Straße. 155 Jahre soll der Maulbeerbaum schon auf der Rinde haben. Deswegen kümmert sich das Unternehmen auch gut um den Baum. In keinem Bundesland gibt es mehr Störche als in Brandenburg. Seit Monaten kann man die Tiere in ihren Nestern beobachten. Wir haben den Weißstorchbetreuer Peter Domke bei einem kleinen Rettungseinsatz begleitet. Der Weißstorch. Er gehört in die Lausitz wie der Spreewald. Mit einer Flügelspannweite von über 2 Metern und einer Körperlänge von mehr als 1 Meter ist der Storch einer der größten Vögel der Region. Charakteristisch machen ihn sein roter Schnabel und seine roten Beine. Sein Gefieder ist weiß, nur die Schwungfedern und Teile der Oberflügeldecken sind schwarz. Die Lausitz erlebt in diesem Jahr wieder einen Zuwachs an Weißstörchen. Die Zahl der neugeborenen Jungtiere ist im Vergleich zu den Vorjahren wieder angestiegen. Das liegt vor allem am bisher weniger heißen Wetter. Der Gedanke, dass die Störche nicht in die Region kämen, weil es zu lange zu kalt sei, stimmt nicht. Im Gegenteil, das Wetter dieses Jahr ist angenehmer, weil die Störche in einer feuchten, grünen Landschaft mehr Nahrung finden und kräftiger in die Brutsaison einsteigen und in das Füttern ihrer Jungen als in den letzten Jahren, die deutlich zu trocken waren. Zu trockene und heiße Perioden können den Jungtieren zum Verhängnis werden. Durch Trockenheit sinkt das Nahrungsangebot in der Landschaft. Wenn ein Elternteil nicht genug Beute für den ganzen Nachwuchs hat, entscheidet der Storch pragmatisch. Die Natur hat das so vorgesehen und reguliert das, indem das schwächste Junge einfach aus dem Nest geworfen wird, manchmal auch verfüttert wird als Nahrungsgrundlage für andere Störche. Wichtig ist das Überleben der Art und da überleben halt die Kräftigsten. Genau in solchen Situationen wird Peter Domke gerufen, so auch jetzt. Eine Frau aus Siewisch hat einen kleinen Storch auf dem Boden gefunden, 3 Meter vom Horst entfernt. Ob er rausgeworfen wurde, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Denn kleine Störche sind oft wackelig auf den Beinen. Ein Windstoß oder Stolpern kann auch zu einem Sturz führen. Der kleine Weißstorch sieht aber auf den ersten Blick gesund aus. Er scheint Glück gehabt zu haben.
Ja, na, du bist ja ein feiner. Ja, na komm mal, gucke mal. Du bist ja ein feiner. Ja, du kriegst gleich Wasser. Ja, fein. Das ist genau die Situation, wo wir noch helfen können. Ja, und mit einer großen Wahrscheinlichkeit erfolgt das ja auch so. Komm, kannst du schon mit dem Schnabel? Und er kommt jetzt in die Aufzucht. Na komm hier. Habt ihr alles richtig gemacht? Wunderschön, die Kiste. Sehr schön. Komm, wir nehmen mal ein bisschen Heu hier rein. Ja, guck mal. Hä? Ja. Du bist ja ein Feiner. Jawohl, jetzt hast du Wasser. Das brauchen die nämlich. Also das ist ganz wichtig, damit die nicht dehydrieren. Ja? Ja. Und jetzt Wasser dazu, genau. Ja, Vorsicht, nicht, wir wollen das Wasser nicht ausschütten. Komm. Das ist schön. Gestärkt macht sich der kleine Storch jetzt mit Peter Domke auf den Weg zur Wildtierauffangstation nach Reddern. Ja, du witterst schon wieder neues Futter, hä? Was sagen wir? 7 bis 10 Tage, wa? Ja, haben wir einen, der ist ein bisschen größer. Mhm. Wunderbar. Machen wir mal raus. Ja. Den guten, der Rest im Host. Ha? Der Rest, einer ist schon tot abgeworfen worden und einer sitzt noch oben. Mhm. Ja. Gut, dann bringen wir mal zu dem anderen. Ja. Lass ich hier stehen, die Kiste, wa? Ja, ja. Der kommt aus Siewisch. Ich hab schon gehört, der NABU hat angerufen, der Elzner. Ha? Ich wollte wissen, ob der Storch aus Siewisch schon gekommen ist. Ha? Machst du zu? Ja, mache ich. Na, die nehmen sich nicht viel, ne? Ja. Das ist eine Begrüßung, ne? Ja, das ist endlich. Endlich. Wenn da nichts an Krankheiten vorliegt oder irgendwelchen Verletzungen durch den Absturz, ich weiß nicht, ob der gestürzt ist oder entnommen wurde, also der kann sich ohne weiteres was getan haben, innere Verletzungen, das sieht man jetzt nicht. Das zeigt sich dann erst im Laufe der Zeit, aber ansonsten sind die Chancen eigentlich gar nicht mal so schlecht. Der wird fressen, der wird Nahrung aufnehmen, der hat schon geklappert, der hat seinen Kumpel begrüßt, er wird unter Artgenossen aufwachsen. Und von daher sollte das keine Probleme geben. Der wird im August mit allen anderen, die ja noch kommen werden und schon da sind, losziehen, nach Afrika kommen, wenn ihm da nichts im Wege kommt, in die Quere kommt und wird nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wieder zurückkommen. In der Wildtierauffangstation von Gernold Heindl gibt es die verschiedensten Tiere. Auch einen Schwarzstorch hat es hierher verschlagen, aber auch Kanadagänse und Nutria. Du willst gekrabbelt werden. Manche der Störche, bei denen die Verletzungen zu groß sind, können nicht wieder ausgewildert werden. Sie kommen dann in Tier- oder Wildparks. Für Peter Domke geht ein erfolgreicher Tag zu Ende. So, das war's. Storch gerettet. Die gute Tat des Tages ist vollbracht. Wir hoffen, dass er gesund groß wird, ausfliegt und dann hoffen wir, dass wir nicht allzu oft so eine Aktion machen müssen. Ist aber immer ein Erlebnis und wärmt das Herz. Für sorbisch-wendische Projekte aus der Region stehen in Zukunft 19 Millionen Euro aus Bundesmitteln bereit. Mit den Projekten soll die Sprache erhalten, das kulturelle Erbe digital gesichert und neue Ideen für den Tourismus entwickelt werden. Die sorbisch-wendischen Traditionen seien wichtige Schwerpunkte für den Tourismus beim Strukturwandel. Mehr dazu dann nächste Woche in unserer Sendung.
Jetzt sind wir nämlich am Ende angekommen. Nächste Woche geht es dann wie gewohnt weiter. Falls ihr etwas verpasst haben solltet, besucht gerne unsere Internetseite oder schaut den Wochenrückblick. Der läuft dann ab morgen. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis Montag. Internet in Turbospeed. Mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Ab 20 Euro im Monat. Infos auf pure.com. Wir sind Handwerker. Wir suchen nicht nach einem Sinn im Leben. Wir erschaffen ihn. Tag für Tag. Was wir tun, macht uns stolz, geerdet und erfüllt. Wir machen nicht nur ein Handwerk. Das Handwerk macht uns zu dem, was wir sind. Wir machen, was Sinn macht. Wir wissen, was wir tun. Es gibt vieles, das uns mit unseren Kunden verbindet. Gradlinigkeit, Neugier, die Liebe zum Detail oder die Offenheit für Neues. Und vielleicht ist das der Grund, warum wir einfach näher dran sind. Expert mit den besten Empfehlungen. There's a light, a certain kind of light. So vielseitig wie Sie. Jetzt probefahren in Ihrem Autohaus Hertel und Söhne. Lamsfelder Straße 1 in Cottbus. Weitere Infos unter renault-hertel-cottbus.de oder telefonisch unter 0355 48 64 27 90. Ihre Hauptuntersuchung ist fällig? Sie wurden schuldlos in einen Unfall verwickelt und suchen einen Schadengutachter Ihrer Wahl? Dann gleich zur DEKRA Cottbus, egal ob mit oder ohne Termin. Entweder beim neuen DEKRA Prüfwürfel an der Jet-Tankstelle Lipetzka Straße 8 oder im Gewerbeweg 7. Nutzen Sie auch die Online-Terminvereinbarung unkompliziert und schnell. DEKRA in cottbus.de oder telefonisch unter 0355 87 73 0. Rosa Xan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. To let you go.